Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Minecraft Replay Dorf Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut Replay Games for You. Bum, 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 bum. Muss sagen, die Aufnahme war tatsächlich kaputt. Die erste, das hat mich ein bisschen gestört, ehrlich gesagt. Aber was soll's, kann ich jetzt nichts dran ändern. Deswegen geht's jetzt heute auch mit einem kleinen Sprung, sage ich jetzt mal, weiter. Und zwar habe ich das Haus schon soweit durch. Wie es mir im ersten Moment ganz gut gefällt, sage ich mal. Plasmawelle hat hier auch schon ordentlich was gebaut. Und Servus. So. Genau. Ich habe jetzt mir aber auch einen Plan gemacht, wie wir das mit Minecraft gestalten. Also jetzt nicht von den Aufnahmezeiten her. Da habe ich immer noch keine Ahnung, wie und wann ich das jetzt genau realisieren kann. Am besten. Das heißt, da müssen wir trotzdem noch mal gucken, wie wir das geregelt bekommen. So, wir bauen erstmal hier. Genau. Brauchen wir noch mehr Fackeln, ist die Frage. Wenn wir noch mehr Fackeln brauchen, dann brauchen wir aber im Umkehrschluss auch Holz. Hier könnten wir vielleicht mal Schalter oder was auch immer dran machen. Das wäre ganz schlau. Jedenfalls, mein Plan ist aktuell, alle zwei Tage eine Minecraft-Folge zu machen. Also nicht jeden Tag, sondern alle zwei Tage. Ich habe mir das die Woche über für so das ein oder andere Let's Play mal zurechtgelegt, wie wir dieses Jahr hier verfahren werden. Deswegen habe ich auch nichts aufgenommen, weil ich mir da einfach noch nicht so ganz sicher war, wie wir das am besten hinbekommen. So dass alles so seinen Platz hat, sage ich mal. Sollte es klappen und nicht ganz gut mit dem Upload-Plan, den ich mir so selber gesetzt habe, zurechtkommen, dann werde ich den vielleicht auch auf dem Kanal, sage ich jetzt mal, veröffentlichen, sodass den jeder sehen kann. Weil eigentlich so im Moment, theoretisch, sage ich mal, bin ich zufrieden. Ich muss die Praxis zeigen, ob es klappt. Für meine 3DS oder unsere 3DS. Gucker, gibt es eine interessante Nachricht. Ich meine, es wird zwar am Seherlebnis für euch persönlich nicht viel ändern, aber unser 3DS XL ist im Moment unterwegs von Japan aus nach Deutschland. Mit Umweg über China, wie ich gesehen habe. Ist irgendwie in irgendeiner Stadt. Also keine große bekannte Stadt in China, aber auf jeden Fall in China gewesen. Ich denke, dass von dort aus wahrscheinlich hoffentlich ein Direktflug kommt. Nach hier sozusagen. Das machen wir mal mit der Hand. Okay, passt wunderbar. Sprich, für mich und für so Evo zum Aufnehmen wird es dann besser. Weil einfach der Bildschirm logischerweise größer ist. So, jetzt machen wir hier mal Holz. Weil wir brauchen ja im Grunde genommen Fackeln und natürlich auch wieder Leitern. Beziehungsweise Leiter brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen eigentlich nur Fackeln. Was erzähle ich da? Wir sind ja schon unten auf der Tiefe, wo ich eigentlich hin wollte. Von daher passt das eigentlich. So. Ja, wunderbar. Müssen wir noch kurz gucken. Eine Sache machen wir noch, denke ich. Und zwar hier noch ein paar von denen. Weil wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das, genau, wie gesagt, ist so eine Sache. Weil ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt in den Folgen drin war. Ich habe mir das gar nicht angeguckt. Nochmal, was ich alles erzählt habe. Ich weiß nur, dass ich es grundsätzlich während der Aufnahme gesagt hatte. Also falls ich es jetzt doppelt sage, Entschuldigung. Aber, ich will, das ist mein Plan, mehr, ich sag jetzt mal, in Sachen Technik machen. Und zwar meine ich das so, halt viel mehr Sachen mit Redstone bauen, automatisierte Farmen und so weiter und so fort. Ihr könnt natürlich wie vorher auch euch hier verewigen, indem ihr eure Hütte baut oder was auch immer ihr bauen wollt. Ihr seid da relativ frei.
Diesmal ist es mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Also das Einzige, was so bleibt als Regel ist, macht nichts kaputt von anderen. Passt ein bisschen auf, was Creeper angeht, dass ihr da nicht gerade beim Dorf explodiert. Und Diebstahl ist immer noch nicht gern gesehen, sagen wir es mal so. Das ist dann aber auch im Grunde genommen das Einzige, was ich so an Regeln durchsetzen möchte. Ansonsten könnt ihr machen, was ihr lustig seid. Es muss jetzt auch nicht besonders geil aussehen, was ihr baut. Aber wie gesagt, beziehungsweise das habe ich, glaube ich, gesagt in der Folge. Wenn ihr was baut, baut nicht von Anfang an irgendwie was riesig Großes, wo ihr wisst, dass ihr da auf jeden Fall mehrere Stunden dran arbeiten werdet. Versucht es eher so zu machen, dass ihr kleinere Projekte macht, also dann von mir aus ein Haus oder sowas und das dann nach und nach erweitert. Aber ich sag jetzt mal erstmal klein anfangen, weil ich kann arbeitsbedingt nicht immer regelmäßig zur gleichen Zeit, also regelmäßig schon, aber nicht zur gleichen Zeit immer wieder aufnehmen. Sprich, das ist mal der Tag, mal der Tag, mal die Uhrzeit, mal die Uhrzeit. Da habe ich nicht so viel Einfluss im Moment, weil ich geplant werde wie keine Ahnung was. So nach dem Motto, wenn die Events irgendwo brennt, dann darf ich kommen. Mal spät, mal früh, mal mittendrin und das die ganze Woche über verteilt. Ah, das hätte ich vielleicht... Ach scheiße, ich habe noch gar keine Ahnung. Ah, fuck. Da habe ich eben gerade gar nicht drüber nachgedacht. Ich hätte das Gold gar nicht abbauen dürfen. Ich habe ja noch gar keine Eisenspitzhacke. Ich komme mir so gut durch an und für sich. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass ich hier nur Schrott habe im Moment. Lustig. So. Naja, vielleicht kriegen wir ja irgendwann noch Diamanten oder so. Das wäre natürlich super praktisch. Oh. Smaragderz, okay. Smaragd, Smaragd. Doch, sagt mir was. Ja, logisch sagt mir das was. Bin ich blöd. Wir gehen jetzt mal kurz hoch und werden das Eisen... wurde durch Zombie getötet. Ich habe auch gar nicht gesehen, dass er irgendwie schlafen wollte oder sowas. Werde ich den hier prügeln? Ne, das ist wir, die Treppe hochlaufen. Okay, ich verstehe. Ist doch. So, die sind down. Habe ich was eingesammelt? Bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, nee. Das? Eisen, hab ich schon mal Eisen reingemacht? Ich bin verwirrt. Oh, wir schlafen. Die machen wir auch. Sicher ist sicher. Und wir gehen wieder runter in unsere Mine. Bohren uns aber in einen anderen Tunnel. Nein. So. Ich hoffe, bei euch ist der Sturm nicht so schlimm gewesen. Also bei uns hat man kaum mitbekommen. Als ich auf der Arbeit war, habe ich gesehen, dass die Wolken in den Rennen fliegen, sage ich jetzt mal. Aber sonst ist da irgendwie nichts gewesen. Deshalb hoffe ich, euch geht's allen gut. Was mich aber grundsätzlich stört ist, also vielleicht auch, damit ich mal erkläre, was einer der Gründe ist, warum ich gesagt habe, okay, wir machen hier auf der PS4 weiter. Der ein oder andere, der vor einem Jahr, oder eigentlich nicht vor einem Jahr, vor einem Jahr habe ich vielleicht angefangen mit dem PS3 Let's Plays bei Minecraft und habe das ein gutes Dreivierteljahr oder was durchgezogen. Wenn ihr das gesehen habt, dann habt ihr ja auch gesehen, wie oft mir das wirklich abgekackt ist. Weil einfach PS3-Version nach meiner Meinung unsauber programmiert ist, gerade was viele Spieler in einer Lobby angeht, hat das so seine Probleme.
kannst du in Verbindung haben, wie dusselig nach meinem Erlebnis oder Empfinden. Tut sich da nicht so viel. Und da ärgert es mich gerade irgendwie noch mal doppelt, dass hier dann die Aufnahme abkackt. Und nach meiner persönlichen Meinung muss es mit der Minecraft liegen, weil A, die Aufnahme auch so schon während Minecraft auf der PS3 immer wieder abgekackt ist und B, sie in der Regel nicht abkackt sonst. Und es war definitiv kein Fehler von mir, sondern die Aufnahme direkt, also das Material ist quasi im Eimer gewesen. Und zwar hat sich direkt, nachdem ich aus dem Minecraft-typischen Startmenü, wo du dann Welt auswählen kannst, dann hast du das gesehen, raus bin, quasi in diese Welt rein, hat... hier ist ein Blob irgendwo, wenn ich das richtig deute. Und machen wir lieber Licht an. Wäre ja lustig. Was nicht so lustig ist, doch ist lustig. Gibt ja hier wäre vielleicht irgendwie Feuer oder sowas, so Lava-mäßig. Lapis Lazuli, okay. Nee, mein Freund kommt hier auf den Boden. Das muss ein Blob sein, oder? Oder ist es was mit Wasser? Das kann natürlich auch sein. Ach, die Nase, ey. Zack, 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 es geht immer weiter, immer weiter. Ich bin total begeistert, ich habe mir jetzt einen neuen Stuhl gegönnt. Der ist auch unterwegs, der kommt wahrscheinlich jetzt am Montag an. Weil ich sitze ja im Moment die ganze Zeit auf so einer blöden Couch, sage ich jetzt mal. Und das ist halt auch echt nervig, so was... Ah, super, Kohle. Was die Mobilität, sage ich jetzt mal, angeht. Gerade auch am PC schreiben und so weiter, sitze so scheiße unbequem. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, schmeißt du die Couch weg, holst dir einen richtigen Bürostuhl. Und Ende hat sich die Sache. Bin ich mal echt gespannt, wie der sein wird. Voll Bock drauf irgendwie. Vor allen Dingen, ist jetzt ja so viel hier auf dem Ding und nehmen auf und hast du ein Spiel und hast du nicht gegeben. Ich denke, da hat sich eine ordentliche Investition auch, ich sage jetzt mal, körperlich rentiert. Als du die ganze Zeit irgendwie gehockt auf seiner Couch zu sitzen. Ich weiß ja von der Arbeit ungefähr, ist das auf jeden Fall echt entspannt, wenn du da den ganzen Tag auf Computer hockst. Mit einem guten Stuhl. Bist du der Beste, sozusagen. Hast du gar keine Probleme danach. Keine Rückenschmerzen oder sowas. Das Einzige, was ich noch am Überlegen bin, ist, vielleicht hat das ja der ein oder andere von euch. Keine Ahnung, ob das hier, ich sag jetzt mal, bei meiner Minecraft-Zuschauerschaft irgendwie eine Rolle spielt. Aber ich habe mir überlegt, so eine Gaming-Brille zu organisieren. So gibt's ja diese UV-Blocker-Dinger und so weiter und so fort. Weil ich merke, gerade am PC werde ich total schnell müde irgendwie. Das ärgert mich ein bisschen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das dem Ganzen Abhilfe schaffen würde. Weil es wird ja extra damit geworben, man wird weniger müde, Augen sind viel entspannter und so weiter, weniger blinzeln. Hast du denn gesehen? Vielleicht hat der ein oder andere ja damit Erfahrung, kann mich da an seinem Wissen teilhaben lassen. Das wäre ganz nett. Weil bevor ich da dann 50, 60 Euro für eine Brille, die ich eigentlich an und für sich gar nicht brauchen würde und auch nur zum Gaming anziehen würde, ausgebe, würde ich schon gern wissen, lohnt sich das? Bringt mir das was? Oder ist das Schwachsinn, auf gut Deutsch gesagt, das so machen zu wollen? Das ist sowieso eher kontrovers, was ich so gelesen habe. Weil ich habe schon ein bisschen so Review-mäßig gesehen und heißt halt immer so, oh, bla bla bla, brauchst du nicht, hast du nicht gesehen. Brauchst keinen gescheiten Stuhl und so weiter und so fort. Das sind auch so Sachen, weil gerade bei den Stühlen und so, ich meine, ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass du dir dann günstige Stuhl holst und so weiter und so fort, aber ich bin der Meinung, du
musst dir schon einen holen, der dich insofern unterstützt, dass du da keine bleibenden Schäden davon trägst. Natürlich tut es natürlich auch einen 50-Euro-Stuhl.